nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Der Oberbefehlshaber der Schweizer Armee setzte auf ein befestigtes Rückzugsgebiet hoch in den Alpen, das sogenannte Reduit. Noch heute findet man an Schweizer Passstraßen bizarre Felsformationen aus Pappmaché, die Geschütze und Kanonen tarnen. Die Grundidee stammt aus dem 19. Jahrhundert. Man konzentrierte die Verteidigung auf das Herz des Landes. Das Reduit sollte groß genug sein, um eine ganze Armee aufzunehmen, von allen Grenzen gleich weit entfernt, damit die Truppen den Brennpunkt der Verteidigung rasch erreichen konnten. Als nördlichster Eckpfeiler wurde die Festung Sargans besonders ausgebaut. Die bis zu 360 Grad schwenkbaren Panzertürme des Außenwerks Magletsch verbargen die Schweizer später unter unscheinbaren Holzhütten. So wollte die Fernartillerie Eindringlinge aus allen Richtungen bekämpfen. Die Reichweite der Kanonen bis zu 22 Kilometer. Mit einem Munitionsaufzug wurden die Granaten zu den Panzertürmen gebracht. Mit den zwei Bunkerkanonen Richtung Berge hat man 26.000 Schuss geschossen. Und mit den drei Turmkanonen rund 15.000 Schuss, übungshalber, glücklicherweise. Das war damals eben eine sehr, sehr schlimme Zeit. Man hat jeden Moment einen Angriff erwartet. Und an dieser Anlage ist besonders das, dass sie hoch dotiert war mit Vorräten, hatte Lebensmittel für 3 Monate, ebenso Munition. Diesel für 3,5 Monate, also für die Eigenstromversorgung. Und da war eingebaut eine Bäckerei, Wäschereien. Da war eingebaut ein Spital mit über 80 Betten, mit Operationsraum, Zahnarzt und so weiter. Da war eigentlich alles vorhanden. Bis zum Jahr 2000 blieb die gesamte Anlage in Betrieb. Noch heute finden in den unteren Stockwerken Truppenübungen statt. Die gesamte Feuerkraft der Festung Sargans wurde vom Artilleriefort Tschingel aus koordiniert. Nur ein kleines Loch in der Felswand verrät die Existenz der unterirdischen Anlagen. Auf 4 Stockwerken ist der Berg durchlöchert wie der sprichwörtliche Käse des Landes. Bis zu 180 Eidgenossen konnten sich hier verschanzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Festung immer wieder modernisiert und mit modernster Kommunikationstechnik auf den Ernstfall vorbereitet. Man kann zum Beispiel hier intern telefonieren oder auch als kleine Besonderheit kann ich hier entsprechende Durchsagen machen und meine Mannschaft zu alarmieren. Achtung, hier spricht der Kommandant, Geschützbereitschaft, Geschützbereitschaft sofort. Und das wird jetzt hier entsprechend bei der Mannschaft ausgestrahlt, so dass wir... Achtung, hier spricht der Kommandant, Geschützbereitschaft, Geschützbereitschaft sofort. Das ist etwa das Sensitivste einer Anlage, das Munitionsvorkommen, sprich der Vorrat. Das hat etwas über die Kampfkraft ausgesagt, deshalb war es früher streng geheim. Es gab 2 Munitionsmagazine mit je etwa 30.000 Schuss. In der Schweiz war oberstes Gebot, schweigen können. Also selbst die Festungswächter, die hier gearbeitet haben, durften ihren Frauen nicht sagen, wo sie arbeiten gehen. Und das war noch bis 1999 so. 6 Monate lang hätten die Soldaten im Berg ausharren und jedem Eindringling Widerstand leisten können. Jede Festung benötigt ihre Versorgungsautonomie, dazu gehört Wasser, Verpflegung etc., natürlich auch ein Spital. Hätte man nicht überlebt, wäre hier hinten ein Friedhof gewesen für die Notbestattung, da wäre in Leichensäcken die Leichen bestattet worden. Nach dem Krieg wären die natürlich ordentlich bestattet worden. Hier der Scheinwerfer, links die Nische, wo ein Motor drin war, ein Automotor, welcher die Energie geliefert hat. Die Scheinwerfer hätten etwa 1,50 Meter Durchmesser und wurden an diesen Schienen hinausgefahren. Der Fels, hier nur eine Tarnung, wird dann entsprechend geöffnet, so dass man hier das ganze Kampf- oder Zielgebiet ausleuchten konnte in der Nacht.
Ein Plan sah vor, die Rheinebene zu fluten. Feindliche Truppen wären im Schlamm stecken geblieben. Ideale Ziele für die Verteidiger im Berg. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist dieses Bedrohungsszenario für die Schweiz entfallen. Die Strategie des Reduit wurde von der Armeeführung vollständig aufgegeben. Immer mehr Festungswerke hat man deshalb in den vergangenen 15 Jahren zurückgebaut. Zu den bestgehüteten Geheimnissen der Schweiz gehörten noch bis vor kurzem Lage und Ausstattung von Führungsbunkern. So darf der Eingangsbereich von K7 unweit des Vierwaldstätter Sees noch immer nicht gefilmt werden. Doch für das Innere der Kommandozentrale hat die Armee erstmals eine Drehgenehmigung erteilt. Der Zutritt in diese Anlage war nur via diesem Augenlaser sichergestellt und da mussten sie das mit einem PIN-Code gewährleisten. Die Anlage befindet sich im Moment im Rückbau und dementsprechend sehen Sie auch gewisse Infrastrukturteile nur noch bedingt. Die Anlage hatte auch einen sehr hohen Stellenwert in der Geheimhaltung und dementsprechend waren auch die Sicherheitsauflagen sehr hoch. Hier über diese Panzertür gelangen wir nun in den Anlagenteil, das heißt in die Hauptinfrastruktur. Im holzvertäfelten Kommandotrakt hätte sich im Verteidigungsfall der Schweizer Generalstab verschanzt. Immer wieder wurden hier bei Übungen unterschiedliche Szenarien durchgespielt. 600 Mann Besatzung probten bis zu einer Woche lang unter Gefechtsbedingungen die Abwehr konventioneller Angriffe. Aber auch für den Atomkrieg. Über eigene Atomwaffen verfügte die Schweiz nicht. Hier oben ist der Orientierungsraum, wo unsere Generäle saßen. In diesem Raum wurden die Kartenentscheide, welche unten aufbereitet wurde, hochgefahren, damit unsere Generäle weitere Entscheidungsgrundlagen hatten. In der Regiezelle wurden elektronische Bildmittel aufbereitet und auch diese wurden mit einbezogen in die Entscheidungen. Man sieht hier die Anordnung der Generäle. Wichtig ist, dass das eine Tabuzone für weiteres Publikum war, sondern nur ein ausgewähltes Publikum durfte hier Einsitz nehmen und mithören und mitentscheiden. Nur die höchsten Generäle verfügten über einen privaten Rückzugsbereich samt persönlichem Büro. Die Mannschaften mussten sich farblich aufmunternd gestaltete Gemeinschaftsunterkünfte teilen. Einige Wochen konnten sie hier im Ernstfall überleben. Die beengten Verhältnisse waren dank eidgenössischer Organisation und Disziplin auch bei voller Truppenstärke kein Problem. Dieser Raum hier bietet 125 Soldaten Platz zum Übernachten. Speziell zu erwähnen ist, dass hier im Dreischichtbetrieb gearbeitet wurde und dementsprechend wurden auch die Betten im Dreischichtbetrieb belegt. Also das heißt, der eine ist aufgestanden und der nächste ging dann in die warme Matratze. Der Gotthard war für die Schweizer Bevölkerung stets ein Ort von besonderer Bedeutung. Der Geburtsort der Schweiz wurde im Zweiten Weltkrieg besonders stark befestigt. Am Gotthard muss immer die Schweizer Fahne wehen, lautet eine berühmt gewordene Parole. Tief im Berg glaubten die Schweizer sich für die letzte Schlacht gerüstet. Sasso da Pinha gehörte damals zu den modernsten und deshalb auch zu den geheimsten Objekten der gesamten Schweiz. Wir wissen, dass Baupläne von Hand gezeichnet, allerdings nur an Deutschland übergeben wurden im Zweiten Weltkrieg. Die haben aber weiterhin keine Schäden angerichtet, weil der Bauplan dann noch geändert wurde. Und es waren zwei Täter, die im Zweiten Weltkrieg diese Pläne nach Deutschland verkauft haben. Die wurden in der Schweiz mit der Todesstrafe bestraft. Also die wurden dann erschossen. Nach dem Krieg wurde weiterhin versucht, die Anlage zu enttarnen. Nach unserem Wissensstand verfügte die alte Sowjetunion über ziemlich intensive Kenntnisse von dieser Anlage. 400 Soldaten hätten hier 6 Monate völlig autark eine Belagerung ausgehalten.
Das Schweizer Heer war entschlossen, die Festung auch weit darüber hinaus mit erbittertem Widerstand zu halten. Mit der hier unten eingelagerten Munition hätte die Artillerie 8 Jahre lang aus allen Rohren feuern können.